Willkommen zu unserem Podcast Nummer 2 Gaming Talk. Heute mit den Gästen Mombert und ich bin der Ahmed. Heute reden wir über FIFA versus normalen Sport. Inwiefern sollte man die Grenzen überschreiten? Will einer von euch anfangen, Jungs? Ja, vielleicht um das Ganze abzugrenzen. Oder was heißt, die Grenzen zu setzen? Wo setzt du denn eigentlich, jetzt wo du jetzt so startest, wo setzt du da die Grenzen und muss man überhaupt Grenzen setzen? Also ich finde, Grenzen setzen ist ein sehr starkes Wort. Ich persönlich bin mehr dafür, dass es gewisse Unterschiede gibt, wenn man FIFA spielt oder FIFA im echten Leben spielt. Mhm. Weil wenn man FIFA das Game spielt, hat man ja diese Vogelperspektive und hat alles von oben viel übersichtlicher. Mhm. Und wenn man FIFA mit echten Freunden spielt, dann ist es halt so mehr unübersichtlicher. Man muss sich halt immer an einen gewissen Spielplan halten und... Wenn du jetzt FIFA in echt meinst, meinst du Fußball auf dem Feld? Ja, Fußball. Okay, alles klar. Einfach nur, ich nehme mal jetzt... Ich gehe jetzt nicht auf die Liga, die hohen Ligen, wie Bundesliga oder sowas. Ja. Sondern ich gehe jetzt einfach mal spielen mit Freunden, Bolzen auf dem Platz. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ihr spielt mit Freunden, ihr habt ja nicht mal wirklich einen Plan, ihr spielt einfach so, wie ihr gerade Lust habt. Ja. Und es ist viel chaotischer, als würdet ihr das alles von oben sehen, alle Spieler und alle Spieler gleichzeitig kontrollieren, weil ihr habt dann sozusagen das komplette Team in der Hand, ihr entscheidet alles. Mhm. Daher kann man jetzt auch sagen, du hast zwar diese Vogelperspektive bei FIFA, aber theoretisch musst du ja auch auf, du hast 11 Spieler, beziehungsweise, okay, aktiv eigentlich mehr oder weniger 10, ja. Plus den Torwart, der Torwart wird ja, muss man ja groß nicht steuern. Ja. Größtenteils Bot. Genau, ja. Durch die KI wird es hier gesteuert. Trotzdem hast du deine Feldspieler, die du ja auch dennoch im Überblick behalten musst. Mhm. Und das kann auch wieder chaotisch sein. Ja. Denn zum Beispiel, wenn du einen Pass spielen willst, dann musst du ja auch zum Beispiel wissen, wo dein Mann jetzt genau steht. Da musst du diesen Pass, damit du diesen Pass genau da hinsetzen kannst. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn du, wenn du quasi selber Fußball spielst, dann ist der Teil, den du beitragen musst, viel, viel kleiner, als wenn du FIFA spielst. Weil in FIFA musst du ja quasi wirklich 100% alles selber liefern. Und im echten Fußball halt nicht. Da musst du halt nur wissen, wo du stehen musst und zu wem du passen musst. Und mehr eigentlich nicht wirklich. Ja, klar, gibt es natürlich Pros und Kontras, weil klar, du steuerst einen kleinen Teil bei, aber das ist ja auch gerade die Sache, dass das Problem ist. Weil du steuerst einen kleinen Teil bei, du beeinflusst einen kleinen Teil des Spiels, mhm. aber nicht den kompletten Gesamtverlauf. Und bei FIFA normal ist es klar, du musst auch achten, dass deine Spieler überall sind, aber du musst auch nicht auf deine körperliche Gesundheit achten, auf deine Ausdauer, auf wirklich alles, weil... Also an sich Ausdauer schon, aber ich glaube, Spieler können ja auch verletzt werden in FIFA, den musst du auch vom Platz nehmen dann. Also da könnte man sich schon streiten, inwiefern du da auch drauf achten musst. Ich glaube, das ist das, was im FIFA... Also der größte Unterschied ist dann natürlich das Training. Das gibt es nicht so wie in echt. Da musst du nicht jeden Tag 5 Stunden oder 4 Stunden halt auf dem Platz und was ich was machen, sondern da spielst du einfach so, ja. Ja klar, da muss man halt auch klar differenzieren zwischen Realität und den Spielen. Natürlich ist es in echt ist es nicht so, dass man, oder im Spiel ist es nicht so, dass man körperlich dieselben Anstrengungen hat, dieselben einfach zu hohe Ausdauer. Ausdauer oder sonst was ja, klar, drauf ja. achten muss. Das und kann man auf jeden Fall klar unterscheiden, finde ich, zwischen Realität und hier virtuell, zwischen FIFA und dem echten Fußball. Aber trotzdem, wenn es um Denkprozesse geht. Oder ist die Frage, sind die Denkprozesse komplett anders? Also ich würde sagen, die Denkprozesse sind komplett anders, weil es geht ja vom Coach aus. Wenn das Team verliert, kriegt ja der Coach die Schuld, weil er sozusagen das Gehirn für die komplette Mannschaft spielt. Nicht immer, finde ich. Also es gibt auch manche Spieler, die da einfach denken, sie müssen jetzt irgendwas abliefern oder sie wären der Beste und dann ziehen halt irgend so eine Ego-Aktion ab, werden verliert. Kann es gut sein, dass das Team auch einfach wegen einer Aktion verliert von dem einen Spieler. Dann wird der Coach trotzdem belangt, weil alle anderen sind schuld, außer der Schuldige. Wie meinst du es? Wenn der Typ wirklich eine Ego-Aktion abliefert, dann sagt man ja nicht, ey, der Typ hat die Ego-Aktion abgeliefert, sondern man geht zum Coach und sagt, ey, warum hast du deine Spieler nicht im Griff? Das ist ja im Endeffekt dem Coach nicht zwar seine Schuld, aber ist alles auf dem Coach zuzuführen. Man findet immer einen Grund. Und bei FIFA als Spiel hast du halt keinen Coach, sondern du hast das viel übersichtlicher, du kannst taktischer spielen, du kannst deine Taktiken ändern, weil dein Partner direkt neben dir sitzt. Ihr habt keinen Abstand zwischen euch, müsst nicht schreien oder sowas. Diese Denkprozesse, also ihr plant ja wahrscheinlich im Voraus eine Taktik als E-Sport.
Aber trotzdem muss man ja beim echten Fußball noch drauf achten. Angenommen, du bist jetzt ein Spieler. Ich bin jetzt, sagen wir mal, ein Mittelfeldspieler. Der Coach ist zwar unser Brain, sage ich jetzt mal. Da gibt er uns trotzdem die Taktik an. Aber trotzdem muss ich ja als Einzelspieler, wenn ich, was habe ich gesagt, Mittelfeldspieler? Ja, Mittelfeld, Torwart. Sagen wir, ich bin Mittelfeldspieler. Ich bin rechts außen. Dann gibt mir der Coach die Taktik. Ich muss diese Taktik dann für mich selber übernehmen und schauen, dass ich auch im Spiel eigentlich mitdenke und mitagiere. Mit dem ganzen Spiel. Das ist ja auch ein ganz guter Punkt. Das ist, also, wir haben ja gesagt, man trägt ja einen ganz kleinen Teil der Mannschaft bei. Also, und man muss nicht so viel machen, aber wenn die Taktik scheitert, was ist dann? Weil in dem Spiel kann man dann einfach eine neue Taktik formen. Man formt sich neu, die müssen sich ja untereinander nicht absprechen, man braucht keine Halbzeit oder sowas. Und man formt sich einfach neu. Aber wenn man jetzt im echten Spiel, also jetzt auf dem Fußballplatz verkackt, ja, dann ist es halt so, du hast keine Taktik, sondern musst versuchen, wieder diese Formation aufzubauen. Klar, haben die eine Taktik, deswegen trainieren die auch. Die sprechen es jeden Tag durch, was passiert, wenn das passiert. Oh, aber was ganz, ganz schlimm ist, wenn ich zum Beispiel FIFA spiele und jemand auf Pause drückt und sagt, ich muss meine Aufstellung ändern, ja, das kann ich zum Beispiel gar nicht haben. Ja, das stimmt. Das gibt es am echten Fußball auch nicht. Da kann man auch nicht, also klar, Halbzeit, aber das war es auch schon. Mehr geht es ja auch nicht. Tactical Pause. Ich meine, da ist zum Beispiel ein Unterschied zu Handball, wo einfach jedes Team zwei Timeouts hat, wo man sich quasi kurz durchsprechen kann. Geht es aber im Fußball so nicht. Ja. Also ich kenne mich mit Fußball nicht sonderlich aus, aber wir reden ja jetzt nicht nur über Fußball an sich, das Spiel, sondern wir reden auch über WWE, Madden, NBL, ja. NBA, sorry. Obwohl das Lustige ist ja, dass FIFA zum Beispiel früher, wenn wir wieder bei FIFA bleiben, hat es ja auch eine Third Person, also dieses, ich sag jetzt mal Karrieremodus in Anführungszeichen. Oh, ja, der war scheiße. Wo du als einzelner Spieler, ja genau, ohne zu bewerten, dass es das auf jeden Fall gab, wo du dich aus einer dritten Perspektive betrachten konntest, wo du als Spieler sozusagen auch wie im echten, das Ganze auch steuern musstest, was du machst, ob du jetzt passt, ob du meistens dribbelst, und das wurde ja auch alles bewertet. Ja, das war aber dieser Draft. Es war nur in dem Draft so, dass man Third Person spielen konnte, weil im richtigen Spiel war das dann die normale Ansicht wie im normalen NBA. Aber jetzt vielleicht auch mal zu anderen Spielen. Wie ist es bei anderen Spielen? WWE zum Beispiel, ja. Genau. Also WWE hat ja kein E-Sport an sich, aber WWE, also wir reden ja jetzt nicht nur über den E-Sport an sich, sondern auch über die Spiele. Also über virtuelle Sportspiele. Genau. Und WWE ist zum Beispiel ein Spiel, das ist schwer nachzuspielen. Also man kann ja jetzt nicht einfach einen Wrestling-Ring irgendwo holen und sich gegenseitig verprügeln, weil das Risiko ist viel zu hoch. Es wird auch in den Spielen gesagt, mach das bitte nicht zu Hause nach, weil Genickbruch.png will keiner. Und bei solchen Spielen ist es dann zum Beispiel vollkommen nachvollziehbar, auch Madden. Aber bei WWE ist jetzt zum Beispiel primär so, wir haben uns vorhin ja WWE angeschaut. Und das Problem war, dass WWE einfach von Jahr zu Jahr immer schlechter wird. Also 2016 war mega gut, bis 18 war es wirklich gut. 19 gab es einen kleinen Abfall, aber war halt ein bisschen buggy, aber man gewöhnt sich dran, wenn man es länger gespielt hat. Und 20 war einfach... weil das eine Entwicklerstudio, ich weiß nicht genau, ich glaube, das war Juke. Ja. Juke's Bomb war ja eigentlich dafür verantwortlich, dass das Spiel spielbar wurde, also bugfrei gemacht wurde und sowas. Und reden wir nicht drüber. Okay. Mir hat Ronda Rousey im Ring gefehlt. Okay, da muss ich sagen, du bist da der Experte. Weil ich habe früher wirklich diese alten Wrestling-Spiele gespielt. Wahrscheinlich, die sich so wie Mortal Kombat angefühlt haben. So ein bisschen. Was dem Gegner so aufs Maul gegeben hat, das ging ja auf nichts anderes. Das war, glaube ich, so 2007 oder sowas. Boah. Aber es ist schon auf der PlayStation 2, glaube ich, war es damals. Echt? Ja, ja. Da waren aber auch sehr viele Bugs, aber es hat sich so echt angefühlt früher. Ja. Ja, weil du damals halt nichts anderes gewöhnt warst. Heutzutage ist es ja normal, in einem Spiel virtuell zu sein. Also so Spiele wie Beat Saber, die eigentlich so simpel sind, aber die dich so schnell reinziehen können. Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Aber was man auf jeden Fall noch vielleicht ansprechen könnte, ist die Sicht, die Ansicht bei den ganzen virtuellen Sportspielen. Ja. Hat man da eigentlich immer diese typische, ich sag jetzt mal, Kameraperspektive, oder gibt es Spiele, die eigentlich eine komplett andere Sicht auf die ganzen Sachen haben? Ich finde sowas wie NBA. NBA hatte halt immer diese Eckenkameras, aber das ist schwer umzusetzen. Fußball war jetzt nicht wirklich schwer, weil die haben ja normalerweise nicht diese Drohnenkamera, sondern die haben da so zwei Seile, die auf dem X angeformt sind, und in der Mitte dieses X, das war halt dann halt so eine Befestigung mit einer Kamera. Ja.
Und das war eigentlich einfach nachzustellen, weil damit konnte man die Vogelperspektive 1:1 nachstellen. Ja. Aber so Spiele wie Wrestling, also WWE, wie wir jetzt gerade schon drüber geredet haben, gibt es halt diese Ansichten, zum Beispiel in dieser Intro-Sequenz, Publikum wird gefilmt, dann wird dieser Einlauf gezeigt, so ja, cinematisch. Aber das ist dann auch nicht wirklich so wie im echten Ball. Dann gibt es da halt immer diese Cuts, dass man auf einmal oben ist, das gab's nie. Ja. Sondern es war eigentlich immer so, dass der Kameramann... Ja, ja, das ist halt auch wieder so ein klarer Punkt, wo die sich unterscheiden, wo das so richtig offensichtlich auseinandergeht, so finde ich. Vorhin hatten wir dieses Thema bei diesem, über dieses Third-Person-Fußball, über diesen Story-Mode, wo eben auch so Third-Person war. Und ich glaube, das war auch deswegen so unerfolgreich, weil es vielleicht dann einfach zu echt ist ein Stück weit. Weil man quasi dann eben genau dieses Gefühl hat wie in echt, dass man quasi nicht... Also man weiß schon, was abgeht, aber man weiß nie richtig 100% genau, was über gleichzeitig passiert. Ich meine, klar sollte es eigentlich ein guter Fußballer wissen, aber das ist ja der Unterschied. So aus der Vogelperspektive weißt du immer, was jeder von deinen Teammates macht, aber in Third Person hast du halt einen viel schlechteren Überblick. Ja klar, aber ich finde halt Vogelperspektive ganz persönlich nicht so attraktiv, aber bei Sportspielen ist das eigentlich anders gar nicht umzusetzen, weil... Ja, das ist halt das Ding. Ist die Frage, aber man wieso versucht, ist das so? Man versucht es ja so realistisch wie nur möglich hinzukriegen. Das stimmt. Aber ist es auch so eine Sache von Gewohnheit? Man sitzt ja normalerweise vor dem Fernseher, wenn ich jetzt zum Beispiel NBA oder sowas einschalte, und dann habe ich diese gewohnte Sicht. Ich habe meine Übersicht, ich weiß, wo die Spieler sind, und will ich das wieder im Spiel haben? Warum will man eigentlich kein Spiel haben, das so auch ein bisschen die Gewohnheiten brechen? Weil das dann, also, weil man Fußball fast nur aus dem Fernsehen kennt. Wenn man Fußball anschaut, dann zu 90% im Fernsehen. Klar gibt es viele Leute, die immer ins Stadion gehen, aber selbst dann, so die Weltmeisterschaft, kenne ich wirklich nicht wirklich viele Leute, die es sich anders als vor dem Fernsehen angeguckt hat. Und wenn man es vor dem Fernsehen sieht, ist man diese Sicht halt gewöhnt. Und wenn man dann FIFA spielt auf der Konsole und genau diese Sicht hat, ist natürlich auch viel echter für einen, würde ich sagen. Ich habe eine Frage. Seid ihr eigentlich so Leute, die mit ihren Freunden immer während Weltmeisterschaft, Europameisterschaft dann vorm Fernseher gemeinsam hocken und dann rumkrölen? Ja, manchmal braucht man das. Ich muss sagen, FC Schalke. Ich muss sagen, ich bin eigentlich normalerweise nicht so der Typ, der so, voll, jetzt geht's richtig ab. Aber manchmal sitzt man dann vor dem Fernseher und schaltet ein, dann ist man so mit Freunden unterwegs, dann ist man für eine Mannschaft und es hat dieses Feeling. Ja, diesen Zusammenhalt. Die Euphorie auch so ein bisschen. Und ich finde, das geht auch verloren, wenn man quasi aus der Third Person spielt. Und deswegen ist es auch wichtig, beziehungsweise für EA wichtig, dass sie FIFA immer aus der gleichen Perspektive haben, damit es eben wie im Fernsehen auch ist. Hätte ich jetzt gesagt zumindest. Also meine Meinung ist dazu, ich gehe jetzt nochmal kurz zurück zum Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Ich finde persönlich, ich schaue mir das nur an, um mit Freunden das gemeinsam zu machen, weil selten ist man mit so einem Haufen Freunde zusammen und da gibt es keinen Stress, weil ich finde, das hat ein Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, man hat eigentlich Spaß. Klar, man ist traurig, wenn sein Team verliert, aber man heult jetzt nicht großartig drüber nach. Wenn dafür ist Sport im Endeffekt ja auch da, würde ich sagen. Und ich finde, das ist auch so ein Ding, wobei FIFA so ein bisschen wegfällt, dass man, also Sport, vor allem Fußball, wenn man für die gleiche Mannschaft ist, dass man das so ein bisschen zusammen erlebt. Und bei FIFA ist man halt immer gegen sich. Und es gab schon den einen oder anderen Moment, wo, also auch zugegebenermaßen, ich relativ ein schlechter Verlierer war einfach. Ja, weil FIFA ist auch einfach Bullshit, manchmal ist es einfach so. Ich war nur einmal im Fußballstadion. Ja. Das war, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich war da, glaube 12 oder so. Das war einfach so eine Jugendliga, also nicht mal die wirkliche Erwachsenenliga. Das war einfach nur so die dritte Jugendliga. Ja. Die Typen, die da drin waren, die haben übel rumgepöbelt. Die haben sich gegenseitig mit Brasswürsten geschlagen. Okay, ja, gut. Das ist auch so ein Ding, was bei, ich würde sagen, das fehlt auch bei FIFA. So diese Leute, die nackt über den Sportplatz laufen. Ja, ist einfach so. Also das in der Schule, also das will ich aber als nächster Mod. FIFA 2020, ich würde es unnormal feiern, wenn sie reinpatchen, dass da einfach random nackte Leute reinlaufen. Einfach so. So Hooligans meinst du? Ja, das ist natürlich auch ein Faktor, der bei Fußball, also beim echten Fußball auftritt. Du weißt echt nie, was passiert. Und vor allem in den, okay, das gibt es jetzt bei FIFA natürlich nicht. Das gibt es aber bei WWE, Tatsache. Da kommen zum Beispiel auch Wrestler rein und helfen dir oder greifen dich an. Also ja, okay, aber das ist halt bei FIFA nicht so und das ist halt viel mehr bekannt. Ja, ich glaube, bei NBA gibt es das auch, dass da einfach ab und zu mal Manager oder Draft Leute reinkommen und dann schauen. Aber das ist ja auch in echt auch so. Also ich meine, das ist ja auch Teil von der Show dann. Im echten Wrestling ist es ja auch normal, dass da irgendwelche Wrestler sagen, hey, so geht es aber nicht. Ja, Wrestling kannst du aber nicht mit einem richtigen Sport vergleichen. Das ist ja Entertainment im Endeffekt. Ja, man kann ja nicht sagen, ob es fake oder real ist. Doch, kann man, das ist fake. Da kann ich mit dir drüber diskutieren. Also es gibt Situationen, wo ich glaube, es ist fake, aber wenn man drei Leuten den Arm bricht,
dann ist es natürlich auch trotzdem Teil von der Show. Und das ist einfach so, weil wenn es nicht Teil von der Show wäre, dann würde angeklagt werden. So, hier, Sie kriegen jetzt 500.000 Euro und dafür dürfen wir Ihren Arm brechen. Ja, ist halt, das ist Wrestling. Ist halt lit. Ja, wenn du es kannst, warum nicht? Ich glaube, dafür bin ich zu wenig eingeweiht in die Wrestlerwelt. Naja, Wrestling ist einfach Show, das sind Stuntmans. Das sind Stuntmans in einem quasi Musical. Das ist doch offensichtlich, oder? Meine ich. Das ist nicht immer so. John Cena macht jetzt gerade bei Fast and Furious. Oh nein, bitte nicht, Alter. Der hat jetzt so einen richtig komischen Film. Der bringt so einen Film mit Nickelodeon raus, so Chaos auf der Feuerwehrwache. Ja, ich hab's gesehen. Nein. Ich sag nichts. Ich hab den aber gar nicht im Trailer entdeckt. Richtig. Doch, John Cena ist der Hauptcharakter, der hat so eine richtige Durchwelle, Alter. John Cena sieht man auch gar nicht. Du kannst sie nicht sehen. Und das sehen die auch nicht, die Zuschauer. Ja, warte mal, ich zeig das gerade mal auch den Zuschauern hier. Wir gehen gerade mal auf YouTube Kids, weil wir haben kein YouTube. Lass einfach, ist schon okay. Nein, warte, ich mach das an. Das blenden wir dann ein. Oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Okay, wir lassen es einfach. Ja, okay. Wir blenden es dann ein. Wir blenden alles ein. Ich dachte, dieser Podcast ist nur zum Hören da. Ich dachte, wir machen so einen richtigen Apple-Podcast. Falsch gedacht. Podcast mit Video. Ein neues Podcast. Format, das wir komplett die Spieletester Podcast erfunden mit haben. Gameplay. Ja, Mann. Ja, vielleicht auch. Oh, mit Gameplay ist wäre auch. Egal, wie auch immer. Dann wär's aber kein Podcast, dann wär's ein Let's Play. Was ich theoretisch noch zu dem Thema E-Sports und Sport generell interessant finde. Ich war ja auf so einer Podiumsdiskussion mit meinem Vorgesetzten. Also auf dieser Podiumsdiskussion ging es darum, ob E-Sport zu Sport gezählt werden sollte. Und ich fand es interessant, dass die ganzen Leute, die quasi dagegen waren, dass E-Sports als richtiger Sport gezählt werden sollte, haben quasi nur Sportspiele als E-Sports, wenn überhaupt. Ja, haben die quasi nur von FIFA und von Rocket League gesprochen, wenn schon überhaupt. Ja, weil das halt als Sport etabliert ist. Also es wird ja groß angezeigt, ja, das ist Sport auf der Konsole. Aber Ich finde es auch einfach falsch, weil ich finde, bei Spielen geht es auch einfach darum, dass man, also ganz abgesehen davon, ob E-Sports als Spiele angehören, ich finde auch andere Spiele sollten einfach so, ich sag mal, gesellschaftlich akzeptiert werden. Das ist ja immer noch dieses alte Bild, dass, weiß ich, dass wir alle nur im Keller hocken und nichts machen. Die Sache, unsere Gesellschaft wird ja momentan von Oldschool geleitet, halt CDU oder sowas, jetzt im deutschen Raum. Und ältere Menschen sind halt uneinsichtiger, ist jetzt keine Verallgemeinerung, es stimmt einfach, weil sie haben es anders gelernt, weil wir lernen zum Beispiel heute anders Mathe, haben, also ich, du hattest damals eine andere Prüfung, du hattest Lösungshefte zum Beispiel bei Mathe, ich jetzt nicht. Ja, jetzt ist die Frage, wächst du auch nicht mit deinen Mitteln auf und wirst dann nicht auch einsichtiger, aber das ist wirklich wieder so eine Sache für dich. Oh, das ist ein Brainfuck, das ist Inception. Das ist Inception. Das ist wie ein Rucksack in einem Rucksack. Genau, könnte man so sagen, aber dein Punkt will ich noch mal aufgreifen, weil du hast ja gesagt, die Leute sind, also das, was du jetzt mitbekommen hast, sehen eher ein, dass FIFA oder Rocket League E-Sport sind. Ja, genau, das meinte ich ja. Aber die anderen nicht. Ja. Okay, interessant, weil theoretisch geht es ja. Was meinst du mit die anderen nicht? Das ist ja mehr etabliert. Die anderen meine ich mit zum Beispiel LOL. Ach so, ja, die anderen Spiele, ja, genau. Also ich finde persönlich so Spiele wie LOL sollten wirklich anerkannt werden, weil es sind Spiele. Rainbow Six Siege ist auch ein E-Sport, ein anerkannter, weil es hat auch was mit Taktik-Team zu tun. Klar, ist ein anerkannter E-Sport, aber halt nicht so gesellschaftlich anerkannt wie FIFA zum Beispiel. Das finde ich aber Tatsache sehr, sehr schade, weil sowas wie LOL ist zwar klar nicht der Geschmack für jeden, weil ich schaue mir auch nicht gerne LOL an, weil ich finde Spielprinzip langweilig, dass man mit dieses Point-and-Click. Ja. Ja, und sowas mag ich gar nicht. Ja, gut, ist ja Geschmackssache. Genau. Aber theoretisch verstehe ich das jetzt auch wieder nicht. Warum ist zum Beispiel CSGO? Ja. Ist wahrscheinlich nicht so anerkannt wie jetzt zum Beispiel FIFA. Ja. Theoretisch ist beides. Wenn wir von E-Sports reden, dann ist es ja immer so auf dieser professionellen Ebene, sage ich jetzt mal. Genau. Und theoretisch ist CSGO, wenn man dieses klassische 5 gegen 5 hat, auch sehr strategielastig. Und man hat da verschiedene Rollen, wie beim Fußball auch, sogar bei FIFA hat man theoretisch nicht mal so die, außer man sagt, okay, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Angreifer und so weiter, da ist auch eine Rollenaufteilung, aber normalerweise da ist es wirklich die Sache der wortwörtlichen Perspektive, weil du orientierst dich ja im Endeffekt an der Kameraperspektive größtenteils. Aber versuch mal, so ein Vogelperspektive-Shooter aufzubauen. Ein älterer Mensch wäre doch viel einsichtiger, also sorry an die Alten, über 50, nicht mehr existabel. Niemand hat was gegen Alte. Okay, nein, aber wenn du dir ein Spiel im Fernsehen anschaust, und dann zum Beispiel bei einem Nachbarn drüben reinschaust und bei dem läuft ein anderes Spiel, also von Fußball. Ja. Und du denkst dir so, oh, das ist aber ein spannendes Game, aber in Wirklichkeit ist das halt so einfach ein Videospiel.
weil es ist, wenn man es nicht weiß, wirklich mittlerweile schwer zu differenzieren, weil FIFA 19, 20, gibt es schon 20? Ja, ja. Hat eine unglaubliche, also was heißt unglaubliche Grafik, aber halt eine sehr gute Grafik und vom weit entfernt würde man das nicht direkt erraten. Ich würde sagen, ich würde nicht direkt sagen, dass es nur ein Ding von der Perspektive ist, sondern auch einfach wieder von diesen gesellschaftlichen Problem halt, die bösen Ballerspiele. Ja, das habe ich auf diese die bösen Gewaltspiele. Ja, das habe ich auf der Podiumsdiskussion nämlich auch gehört, und zwar wieder, dass alle, die das spielen, zu Amokläufen werden. Und das ist natürlich, das stimmt aber nicht so. Mit wem hast du dich da unterhalten? Ich mit niemand. Ich hasse ein Publikum, die haben sich unterhalten. Das ist auch interessant. Die Sache ist aber, warum werden Menschen gewalttätig wegen Spiele? Also klar, es hat jetzt nichts mehr damit zu tun, aber darum geht es schon lange nicht mehr. Wir haben um den heißen Brei geredet, jetzt gehen wir ein bisschen in den Kern rein. Warum werden Spiele denn wegen Spielen, also warum werden Menschen wegen Spielen aggressiv? Werden sie nicht. Das ist, also ja, die meisten Leute, die Amok laufen, klar, ich will jetzt nicht sagen, dass das so Spiele wie CSGO nichts damit zu tun haben, aber ich kenne eine Story, ich sag da gleich zu. Die meisten Leute, die Amok gelaufen sind, haben einfach psychische Probleme davor gehabt, mit denen sich keiner auseinandergesetzt hat, und dann haben sie halt irgendein Ballerspiel gefunden auf dem PC, und dann hieß es natürlich, 100% Schuld von dem Ballerspiel, sonst war das nicht. Das ist ja auch wieder so eine Sache der Perspektive, jeder ist schuld außer der Schuldige, weil es kann ja sein, dass das Kind gemobbt wurde, aber ich habe mal von einer Story gehört, ein älterer Herr, Hasskick auf ältere Herren, nein, aber ein älterer Mensch hat CSGO gespielt, und dann wurde er von dem Typen gemessert, gerade mal, was er gemacht hat. Ratet mal. Was denkt ihr, was macht der? Die Story kenne ich, der hat, ich glaube, 500 damit verbracht, den Typ Runde zu tracken. Er ist dann also zu seinem Haus gegangen und hat ihn abgemessert. Ja. Also der das hat natürlich ihm, überlegt. Er hat überlebt. Ihm so einen Bruststich gegeben. Aber so. Zum Glück hat es überlebt, aber es ist halt natürlich wieder so ein Ding, wo man natürlich sieht, dass es auch über die Stränge schlagen kann mit der Aggressivität. Klar. Ja, aber das liegt ja nicht an den Spielen, das liegt ja an der Psyche, aber das verstehen ja die meisten eben. Genau. Es geht ja schon lange nicht mehr über Sport. Oh, über was wollten wir aber gerade reden? Wir wollten über Sport reden. Über warum CSGO nicht akzeptiert wird als E-Sport, so wie FIFA zum Beispiel. Ja, genau. Ich glaube, da hängt auch wirklich dieser Zugang zu den Menschen. Ich glaube, wenn die Leute jetzt CSGO selber spielen würden und das Ganze ein bisschen ausprobieren würden und auch mal zuschauen würden, wie die ganzen professionellen CSGO-Spieler ihre Spiele da aufbauen und das Ganze halt spielen, dann würden die ein komplett anderes Sicht auf die ganze Geschichte haben und würden wahrscheinlich auch so die Parallelen zwischen FIFA und auch CSGO oder auch LOL oder sonst die, was. Die ganzen Leute, die dagegen sind, haben es zu 90% auch noch nie selber probiert. Ich kann nur von mir reden. Ich zocke ja zu Hause so Spiele wie Call of Duty auf dem Handy. Gerne, weil ich zocke. Und gerne auf der Konsole, weil ich finde, es auf der Konsole dauert das extrem lange, bis man sich bewegt hat. Aber das ist Gewöhnungssache. Und dann habe ich mich mit meinem Vater darüber unterhalten, ist Call of Duty ein Gewaltspiel? Ist es kein Gewaltspiel? Also es geht um Gewalt, aber ich habe ihm halt gesagt, dass es quasi auch Spaß macht, wenn man es spielt. Aber klar, natürlich, es geht ums Töten, es geht um Krieg, aber Krieg wird dadurch auch zum Beispiel verharmlost. Das finde ich gar nicht gut, weil man sollte immer in Bedacht lassen, Krieg ist absolut schlimm, das bringt Battlefield extrem gut über. Dann habe ich halt mit meinem Vater diskutiert und habe ich halt gemeint aus Trotz, dann spiel du doch mal eine Runde. Und habe ihm mein Handy hingelegt. Ja. Er hat gespielt, er fand es grauenhaft. Ja. Ja gut, das muss ja nicht jedermanns Sache sein, aber ich finde, wenn man das selber mal gespielt hat, hat man eine ganz andere Sichtweise darauf, wie Leute, die es, keine Ahnung, jeden Tag mit den Freunden zocken zum Beispiel. Ja. Da steckt so viel dahinter, das können die sich gar nicht ausmalen, weil das, was die sehen, ist natürlich nur dieses... Du tötest jemanden und dann legst du die Bombe und dann sterben alle. So. Und die erkennen gar nicht die Taktik, die dahinter steht, wo du wann stehst. Du läufst einfach wie ein Rambo rein und tötest alles, was du siehst. Ja, das genau. Das kennen die ja, das ist halt das Ding, ja. Und mehr nicht. Und aber ich denke mal, wenn die so selber probieren würden und auch vielleicht mal erklärt bekommen würden von einem Coach oder irgendwie sowas. Von einem Coach? Ja, das gibt's natürlich. Du kannst es auch von einem Jugendlichen erklären lassen, sobald der Erwachsene ist. Ja, aber die ganzen Coaches kennen natürlich viel besser die ganzen Tricks dahinter. Die können es sachlicher erklären, aber... Ja, das auch. So, warum, wer, wann, wo steht. So. Und wenn die das erstmal erklärt haben, dann denke ich, dass auch alle einen ganz anderen Zugang dazu hätten. Auch einfach, ja. Ja, alles klar. Gut, genau. Um zurück aufs Thema zu kommen. Oder um so langsam mal einen Schluss zu finden. Genau. Wir reden jetzt noch ein bisschen drüber, dann fassen wir unseren Fazit. Alles klar, dann sag mal. Dann sag ich dein letztes Wort, Simon. Also mein Fazit zu dem Spiel ist. Zu welchem Spiel? Also zu den Spielen ist,
Zu Sportspielen jetzt? Ja. Okay. Alles, was als E-Sport anerkannt wird, ist E-Sport. Es ist egal, was es ist, selbst wenn es FIFA ist. Ja. Ich meine, alles, was einen Hype hat, hat ja auch einen gerechten Hype, weil dann feiern es ja Leute. Klar, es ist ja nicht immer die Meinung von einem, aber wenn es der Mehrheit gefällt, ist es ja gut. Ja. Und wenn man sich dann halt Fußball von zwei Leuten anschaut, anstatt von einer ganzen Mannschaft, dann kann man das ja machen. Aber du findest es nicht so sinnvoll, wie richtigen Fußball anzuschauen. Ja, weil richtiger Fußball anschauen oder richtigen Fußball spielen, das muss man ja auch wiederum differenzieren, weil du spielst es entweder und hast Spaß mit deinen Freunden oder du schaust es und hast halt keinen Spaß mit den Freunden, aber hast halt dieses Feeling. Ja. Weil das muss man auch wieder differenzieren, weil das bringt FIFA richtig gut zusammen, finde ich. Mhm. Obwohl ich FIFA nicht mag, aber ich will ja hier nicht ins Negative gehen. Nur weil ich es nicht mag, heißt es nur lange nicht, dass es kein gutes Spiel ist. Ja, finde ich gut gesagt. Und ich finde auch generell, als Fazit kann man es so gut nehmen, so FIFA hat halt eine andere Herangehensweise an Fußball, funktioniert aber an sich als E-Sport doch relativ gut, einfach weil es natürlich diese Grundelemente von einem Videospiel hat, aber natürlich auch die Grundelemente von Fußball an sich gut zusammenfasst. Ich glaube, es ist auch so, ich glaube, es ist auch so beliebt, weil es so simpel ist. Ja gut, aber es ist ja eine ganz andere Geschichte. Und Ahmed? Wie ihr es eigentlich schon angesprochen habt, es gibt virtuelle Spiele geben einfach der ganzen Sache nochmal einen anderen Zugang. Man hat zu, wenn ich jetzt NBA spiele, wenn ich als einzelner Spieler auf dem Feld stehe, ist es nochmal komplett was anderes, als wenn ich jetzt zu Hause sitze vor meiner Konsole und da spiele. Dann habe ich auch so eine Mischung aus, wie es auch schon vorhin eigentlich angesprochen habe, aus dem ich schaue zu und ich spiele selber, habe ich da so eine Mischung. Mhm. Und das macht, glaube ich, das virtuelle Spielen, das Spielen auf der Konsole auch aus. Natürlich bin ich selber auch der Fan, wenn man halt auch selber dann noch Sport macht, dann versteht man auch vielleicht manche Sachen besser. Oder kann manche Sachen besser überbringen, also taktisch. Ja, genau. Was mir aufgefallen ist, ich kann manche Bewegungen von den Sportlern im FIFA zum Beispiel besser verstehen, weil ich selber auch Fußball spiele gerne. Ja. Dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt schieße, dann schießt er schlecht, weil seine Haltung schlecht ist. Dadurch kann ich das auch so ein bisschen übertragen. Ist das wirklich so? Also ja, es ist wirklich so. Wenn du zum Beispiel von einem Spieler bedrängt wirst, schießt du in FIFA schlechter als jetzt. Ja, das ist logisch. Aber ich meine so allgemein, wenn man zum Beispiel so zickzack sich bewegt und dann irgendwann mal random schießt, tut das wirklich was an der Schussweite? Das macht wirklich einen Unterschied. Und ich finde, das kann man auch übertragen ins Reale. Das ist aber, da muss ich ein Lob aussprechen, wenn ich das so höre, weil das klingt ja richtig realistisch. Ja. In manchen Situationen ist es wirklich wieder so, FIFA! Ist halt nicht so. So, wenn zum Beispiel, wenn du mit dem Torwart rausrennst und den Ball eigentlich nach vorne schießen willst und der auf einmal hechtet, mitten auf dem Spielfeld und du dadurch ein Tor kassierst, wie es vorgestern bei mir passiert ist, dann regst du dich natürlich, Hast du was zu sagen? Hast du dich an FIFA verkauft? Ich hab verloren, Klingt aber nach einer Menge Spaß. Oh ja. FIFA an sich ist eine kurze Zeit. Ja. So, Fazit von uns allen jetzt. Alte Menschen müssen einsichtiger werden. Also, was ist einsichtig? Die müssen halt einen anderen, die müssen mal selber so Spiele Fazit. Spielen. Diskutiere nicht. Das ist ja mein Fazit. So, die sollten mal selber Spiele spielen. FIFA ist eine andere Herangehensweise an Sport, aber trotzdem gute E-Sport. Und Und der innere Pädagoge in mir sagt, zockt und macht's auch in der Realität. Genau. Ich finde, man muss so einen Ausgleich das finden. Das ist meine Aussage, die kann man so gut verkaufen. Ich meine, man kann ja mit Freunden online spielen, wenn die Freunde zum Beispiel in Afghanistan wohnen. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Freunde in Afghanistan, aber Nein, aber was ich damit sagen will, man kann ja einen Ausgleich finden. Ja. Und damit bedanke ich mich. Ja, ich bedanke mich bei dir, Simon. Ich hoffe, bei Mombert. Ja. Wer will Outro machen? Ich mache jetzt das Outro. Also, okay. Haben wir Credits? Credits geht's. Ja. Mach mal. Dann machen wir jetzt die Credits. Jetzt kommt die Musik so langsam einfaden lassen. Nein, nice. Der Hauptart Director war Raphael Braser. Das ist ein Insider. Okay. Das ist irgend so ein Typ, der die ganze Zeit dasselbe Spiel in anderer Form rausbringt auf Steam und dafür 4 Euro verlangt. Raphael Braser, wir danken dir, danke Mann. Okay, alles klar. Danke, Raphael Braser. Ciao. Winken alle richtig cringy. Ciao.